Der Honigbiene geht es schlecht. Vor allem Imker in Nordamerika und Europa beobachten seit Jahren ein mysteriöses Bienensterben. Und viele Forscher sind überzeugt. Die industrielle Hightech-Landwirtschaft mit ihren Monokulturen und Pestiziden trägt daran mindestens eine Mitschuld. Doch jetzt wollen Imker ausgerechnet mit Computern und Sensoren, wie sie auch in der Massentierhaltung zum Einsatz kommen, die Biene retten. So wie Richard Pobering aus Berlin. Der Stadtimker setzt auf Sensortechnik Marke Eigenbau, um seine Völker besser kennenzulernen, ohne ständig bei ihnen einbrechen zu müssen. Er wünscht sich, die imkerliche Praxis halt irgendwie ein Stück weit weniger invasiv zu machen. Weil als Imker ist es so, dass du den Stock aufmachst, da das Rähmchen rausnimmst und guckst, das Volk im Prinzip störst und dann abliest, so und so geht es dem Volk. Und das ist halt schon relativ invasiv. Das ist halt irgendwie, man reißt es halt immer ein Stückchen auseinander. So. Das Ziel von Pobering und seinen Mitimkern, so viele Daten wie möglich über die Honigtierchen zu sammeln. Big Brother im Bienenstock sozusagen. Man muss nicht dieses einzelne Tier überwachen, sondern man kann quasi an ihrem Zuhause gucken, was verändert sich in eurem Zuhause, welche Temperatur herrscht in eurem Zuhause oder wie viele Bienen gehen da rein, wie viel schwerer wird euer Zuhause oder so. Pobering träumt von einem globalen Netzwerk solcher Computerbienenstöcke. Imker aus aller Welt wüssten dann immer, wann die Bienen ausschwärmen oder wenn im Winter das Futter zur Neige zu gehen droht. Auch der Bioinformatiker Tim Landgraf rückt den Bienen mit Elektronik auf den Pelz. Landgraf hat es besonders der Schwänzeltanz angetan. Mit dieser Tanzsprache signalisieren sich die Insekten gegenseitig, wo in der Nähe Blumen wachsen. Seine Idee? Er baut eine ferngesteuerte Robotanzbiene, setzt sie zu den Honigbienen in den Stock und beobachtet, was passiert. Das ist der ultimative Modelltest. Wir wissen schon eine ganze Menge mit dem Bienentanz. Und haben natürlich deswegen auch ein Modell davon, wie er funktionieren sollte. Und wenn man dieses Modell implementiert in so einen Roboter, dann muss man schauen, funktioniert es jetzt oder nicht. Tatsächlich konnte der Roboter Bienen zum Nachtanzen und Zielflug motivieren. Allerdings nur einzelne Tiere und auch nur manchmal. Die Bienensprache beherrscht sein Roboter also noch lange nicht fließend. Und auch die Navigation der Insekten wirft für den Bioinformatiker noch viele Fragen auf. Auch aus der Robotik-Sicht ist das ja sehr spannend. Wenn wir sowas verstehen, können wir bessere Roboter bauen, autonome Fahrzeuge bauen, die sich besser zurechtfinden, auch ohne GPS. Die Vernetzung von Bienenvölkern dient also nicht nur dem Erhalt und Schutz der Tiere selbst. Das Sozial- und Arbeitsverhalten der Tiere eignet sich auch, um es direkt für den Menschen nutzbar zu machen, ist auch der Neurobiologe Uwe Gregers überzeugt. Er arbeitet an Bienenstöcken als Frühwarnsystem vor Pestizidbelastung. Schließlich reagieren die Tiere höchst empfindlich auf Nervengifte und sind weitaus leistungsfähiger als beispielsweise Messstationen an Hauptverkehrsstraßen. Die Biene hat den Vorteil, dass sie in einem Areal mit einem Durchmesser von 10 Kilometern sammelt. Und dann ist es ja klar, dass wir viel, viel mehr Informationen über die Umwelt von der Biene bekommen. In Kombination mit Satellitenbildern soll so eine Wetterkarte der Pestizidbelastung entstehen. Zum Schutz von Mensch und Biene. Darüber hinaus wäre eine solche Karte ein wichtiges Instrument, um die Debatte über Pflanzenschutzmittel und deren Auswirkungen auf die Natur zu versachlichen. Aber auch Gregers Arbeit steht erst am Anfang. Zahlreiche weitere Bienenstöcke will er noch vernetzen und auswerten. Und er ist sich der Bedeutung seiner Arbeit bewusst. Denn nicht nur Bienenforscher wissen, das Schicksal der Menschen ist mit dem der Biene eng verknüpft. Ich sage, wenn die Biene nicht überlebt, dann ist es höchste Zeit nachzuschauen, warum die Biene nicht überlebt hat, weil dann er auch offensichtlich der Mensch gefährdet ist. Klar ist, das Leben der Bienen mit Computertechnologie zu entschlüsseln, ist eine Mammutaufgabe. Aber wohl immer noch einfacher, als in einer Welt ohne Bienen alle unsere Nutzpflanzen selbst zu bestäuben.